Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in der Eroberung der USA-Mission. Die letzten beiden Folgen, ja, tut mir leid, da waren ein paar Soundfehler so drin. Das typische Knacken-Problem, was ich ab und zu mal habe, das kriege ich auch leider nachträglich nach der Aufnahme da auch nicht mehr raus. Ich hoffe, die beiden Folgen waren trotzdem irgendwie erträglich. Ich hätte das nochmal komplett neu aufnehmen müssen, was für mich mindestens eine Stunde mehr Arbeit bedeutet. Wozu ich auch ehrlich gesagt einerseits aufgrund der Zeit keine Lust hatte, aber auch andererseits, ich weiß ja dann schon, was passiert und wie ich darauf reagieren muss. Und deswegen habe ich mich entschieden, die beiden Folgen trotzdem so hochzuladen. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen, beziehungsweise es war erträglich. In dieser Folge sollte das Problem auf jeden Fall, oder hoffe ich mal, nicht nochmal auftreten. Wenn doch, dann schon mal Entschuldigung vorab. Ich habe ab und zu diese Probleme und ich habe es noch nicht so richtig identifiziert, woher die kommen. Manchmal sind sie da, manchmal sind sie halt einfach nicht da und es tritt einfach ziemlich random auf. Aber egal, wir machen weiter. Beim letzten Mal haben wir ja die kanadische Seite ganz gut aufgeräumt, haben Detroit dann auch schon eingenommen. Wir haben Washington eingenommen, wir haben New York eingenommen und rücken jetzt einerseits von Norden Richtung Atlanta vor und von Nordosten Richtung Charlotte. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, denn das sind die letzten beiden Hauptsiegfelder und wir wollen aber natürlich hier unten noch in Florida das Ganze aufräumen. Nichtsdestotrotz müssen wir am Anfang der Runde wie immer erstmal einen Rundenwechsel machen. Und ihr seht schon, wir haben hier Brooklyn-Klasse, das ist ein Großkampfschiff, auch nochmal Schiffe vom Amerikaner uns entgegengesetzt bekommen. So. Er greift da den Jäger an. Oh! Das ist schon nicht mehr so lustig. Da kommt die Arti, greift den Scout an. Das Großkampfschiff greift auch nochmal auf den Scout an. Und er greift aber zum Glück den Panther an und bekommt dort richtig auf die Schnauze. Aber er greift nochmal den Scout an. Warum er hier nicht priorisiert, weiß ich nicht. Und er hätte, glaube ich, mit diesem Angriff den Scout locker rausnehmen können. Wir füllen ihn jetzt natürlich wieder auf. So, hier das Großkampfschiff. Wird von unserem U-Boot rausgenommen. Und jetzt müssen wir mal hier gucken. Der Tiger. Oder der Ferdinand. Wir haben hier natürlich immer noch keine Artillerieunterstützung. Erstmal kann er ihn One-Shot rausnehmen. So, natürlich wäre es jetzt geil, wenn wir erstmal so ihn. So, die Frage ist jetzt, eigentlich könnten wir, wartet mal kurz, Entschuldigung, wir könnten sie hier hinstellen und, ach, okay, muss ich sie vorher zur Pack machen? So, okay, gut, dann tu mal bitte dahin, jetzt können wir den Panda natürlich dorthin stellen oder Was ist die gerade aufgestellt? Als Flak, okay. Der wird den nicht rauskriegen. Ja, hier. Nee. Er kann aber nochmal. Und jetzt können wir tatsächlich zur Flankendeckung. Tja, wir könnten natürlich jetzt richtig hardcore rangehen. Die Frage ist, was er da noch herzaubert. Aber wir können die Artillerie angreifen. Kriegen wir sie eventuell auch raus? Ja, jetzt müssen wir noch mal kurz gucken, welches der Flugzeuge wir hier einsetzen. Na, hallo. Das ist ein Jäger. Der kommt da aber tatsächlich. So, das ist ein Jäger. Das ist ein Jäger. Das ist ein Stratege. Das ist ein Stratege auf 9. Ich dachte mal, wir haben drei Strategen, aber wir haben, also ja, haben wir, aber so, minus 1, dann nehmen die Flak erstmal sicher raus.
sehr gut. Und dann kann er auf die Arti hier angreifen. Und er kann hier die Infanterie schon mal schädigen. Nicht viel, aber immerhin. So, hier haben wir noch mindestens eine Flak und eine Arti stehen, plus den Flakpanzer. Den Flakpanzer können wir jetzt mal gucken. Ah, da kommen wir leider nicht ran. Dann bitte auf die. Was ist, wenn du hier hingehst? Geht wohl auch nicht. Okay, dann geht da hin. Wir führen einfach alle Schiffe nach Süden. Die U-Boote auch. Die Zerstörer gehen über die lange Linie, sage ich mal. Ja, im Grunde sollte das eigentlich reichen. Ihn jetzt nochmal aufzufüllen, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. So, hier oben haben wir noch einen Panda, den wir ranführen können. Und wir haben auch nochmal Pioniere, die wir ranführen können. Und wir haben natürlich auch noch Flugzeuge, die wir aber gerade nicht wirklich einsetzen können. Die Frage ist, ob wir den Jäger nicht einfach direkt auch verlegen. Guck mal dahin und dann können die hier... Ach, guck mal, er macht zumindest von der Prognose her 1 Unterdrückung. Oh, und sogar einmal Damage. Na, gar nicht so schlecht. Okay, dann den Scout auf die Brücke. So, Panther dahin. Was sind das? Das sind Pioniere. Sehr gut. Und die Arti hier dahinter. Und wir führen jetzt einfach alles nach, was wir hier haben. Vor allen Dingen halt die Artis. Oh, wartet mal. Die hätten sogar noch hier hingekonnt. So, und die Italiener. Lul. Gut, mal gucken, was er uns hier entgegenwirft. Die Arti deckt die ein bisschen, das ist ganz gut. Und wir gehen in den Rundenwechsel. Ja gut, der Flakpanzer ergreift die Flugzeuge an. Ja, soll er machen. Das ist alles, was er uns hier entgegenwirft. Das heißt, wir greifen erstmal mit dem Ferdinand an. Oh, wow. Er zieht sich zurück. Wir greifen mit dem Tiger an. Nehmen mit dem Tiger die Arti raus. Oh, okay. Dann nehmen wir mit dem Panther die Arti raus. Jetzt sind wir da witzigerweise eingekesselt. Das ist ja interessant. So, du mein Freund, greifst die da oben an. Die anzugreifen bringt nicht viel. Was ist das mit den Pionieren? Die können wir mal da hinsetzen. Witzigerweise ist der Panther trotzdem noch eingekesselt. Das ist spannend. So, und hier auf die Infanterie müssen wir auf jeden Fall mit unseren Schlachtschiffen. Sieht immer noch scheiße aus. Viel mehr Schlachtschiffe können wir ja gar nicht ranführen. So, wir decken hier unten schon mal ein bisschen auf. Mal gucken, was er uns da noch entgegenwirft. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir nicht alle Artis über die Westflanke geführt hätten. Aber damit müssen wir jetzt leben. Wir haben... Achso, ihn haben wir da eingesetzt. Dann, warte mal, ihn reparieren wir.
Ihn reparieren wir. Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen. Hier, er hier. Greif mal an. Er kommt als... Warte mal, wir stellen mal ihn dahin. Die werden nicht... Die werden höchstwahrscheinlich nicht... Ach, guck mal, wir haben noch die Pioniere. Die können aber die Runde noch nicht angreifen. So, minus 2, minus 8. Minus 2, minus 3. Minus 2, minus 5. Das Problem ist eigentlich, dass der Panther hier eingekesselt ist. Das gefällt mir jetzt nicht wirklich gut. Aber die auf erhöhtem Gelände können wir auf jeden Fall noch nicht angreifen. Wir machen das mal so. Weil das für den Panther nicht optimal ist. Ich will gerne die Einkesselung aufheben. Ja, jetzt haben wir sie aufgehoben. Das okay, greif sie an. Jetzt, wir könnten den Scout in die Stadt reinsetzen. Ich weiß, ich hätte das natürlich mit den Pionieren in der nächsten Runde lösen können. Ich wollte bloß nicht, dass der Panther hier eingekesselt ist und von denen noch richtig eins auf die Schnauze kriegt. Deswegen habe ich das jetzt so gelöst. Und wir füllen ihn auch nochmal auf, falls wir ihn nochmal brauchen. Gut, pack. Setzen wir mal dahin. Und hier oben. Können wir mit den Flugzeugen eventuell... Ja, auf die Pack kommen wir. Aber nicht auf die Flak. Okay. So, warte mal, den Panther dahin, die Grenadiere dahin. Laden die sich aus dort? Nein, tun sie nicht. Eieieiei. Eigentlich müsste hier die Arti stehen, den Scout. Oh, das gibt's nicht. Die Frage ist, was er da noch stehen hat. Mal einer an. Wir könnten hier direkt mit der mit dem Scout ran. Ha, jetzt ist natürlich echt die Frage. Ah, weil die Pack da noch im Background steht. Das ist natürlich scheiße. Okay, warte mal an. Zieht die sich eventuell zurück? Nee. Kriege ich den Panther in Position? Auch nicht. Also klar, auf die Arti, aber dann haben wir das Problem, dass die Pack dahinter steht. Okay. Naja, mal gucken. Wenn er hier noch irgendwas Fieses hat, wird es auf jeden Fall ekelhaft. Ansonsten... Sieht's eigentlich ganz gut aus. Wir könnten mal die Flugzeuge, die frei sind, verlegen. Die sind nicht frei. Ansonsten haben wir keine Einheiten mehr. Oh, er füllt die Flak auf. Das ist interessant. Er greift die Pioniere an. Er kommt dort mit einem kleinen Steward an. Aber der... das ist ekelhaft. Die Hellcat. Aber er hat noch nicht viel mehr. Okay, gut, dann...
Okay. Jetzt stellen wir die Pioniere dahin. Die greifen die Arti an. Die eine Hummel geht mal bitte dahin. Der andere Panther. Warte mal. Ihn können wir dort auf erhöhtes Geländefeld stellen. Kann der Panther eventuell. Was ist mit dem Tiger? Der kann auch noch bis dorthin. Der italienische Pack. So, nehme ich ihn erstmal raus. Dann schießt du auf die Pack. Sehr gut. Und wie gesagt, Atlanta dürfen wir jetzt noch nicht einnehmen. Wir müssen uns ein bisschen an Atlanta vorbeischlängeln. Um uns. Warte mal, kann er den Stuart rausnehmen? Jawohl. Okay. Eine minus 2. Kommt von hier oben einer auf die Pack. Eine minus 3. Wo ist denn er hier? Er macht auch noch eine minus 3. Okay, greife ich die mal an. Raus. Dann gucken wir doch mal nach, was er hier noch Schönes stehen hat. Er hat hier noch eine Hellcat stehen, ein paar Infanterieeinheiten und nochmal Infanterie. Okay. So, dann können wir ja schon mal anfangen, unsere Schlachtschiffe hier in die Position zu bringen. Kommen wir da irgendwie schon hin? Minus 1, minus 4. Okay, die ziehen sich direkt zurück. Wir haben hier noch Flugzeuge. Eine 0-0. Ach, guck mal, der Tiger kann natürlich auch direkt hier schon ranrücken. Hier die hier oben davon natürlich nicht vergessen. Na. So, die Zerstörer können natürlich auch. Das hatte ich wieder vergessen, dass die direkt auch feuern können, wenn sie direkt dran stehen. Okay. So, hier oben. Die Pioniere, eine minus 2, minus 6, eine minus 2, minus 5. Komm, greif an. Dann sind die auch Geschichte. Hier hat er jetzt, wie gesagt, nur noch die Rangers stehen. Die sind zwar komplett eingegraben, aber das sollte für unsere Artis kein Problem sein. Und hier unten haben wir ja jetzt die Schlachtschiffe als Artillerieunterstützung. So. Dann können wir die Pioniere, glaube ich, auch. Na, wir stellen sie mal dorthin. Mal gucken. Die Hellcat macht mir noch ein bisschen Sorgen. Flugzeuge hat er keine mehr. Und wir verschieben jetzt alle Einheiten, die wir haben, Richtung Süden. Die können da stehen bleiben. Okay, hier haben wir auch. Wir könnten jetzt hier nochmal angreifen. Oh, der macht eine 0-0. Okay, dann macht die 0-0. Ist wahrscheinlich reduziert er da bloß, ja, das Eingrabungslevel. Das ist okay. Und ach so, Flugzeuge mal noch verlegen, damit wir die auch in der nächsten Runde im Süden einsetzen können. So, gut, dann Rundenwechsel. Er macht gar nichts mehr. Das ist auf jeden Fall interessant. Dann kann er hier erstmal den Overrun machen. Hier haben wir nochmal schwere Infanterie. Die ist natürlich für unsere Panzer höchstwahrscheinlich gefährlich. Jetzt ist die Frage, du geh mal dahin. Oh ne, der drückt Damage, das ist ja lustig.
Der Scout. Die Pioniere stellen sich mal in den Wald rein. So, hier jetzt Feuer. Ei. Auf die Infanterie in der Stadt. Die können wir ansonsten einfach nur belagern. Stell mal den Scout hin, da hätte er vorher da stehen müssen, wie immer, wenn ich ihn so schön vergesse. So, dann rücken wir hier mit dem Panther mal nach über die Flanke. Der Ferdinand rückt mit nach über die Flanke. Wir führen unsere Schlachtschiffe jetzt in Position. Jetzt ist die Frage, ob wir erstmal die Hellcat angreifen. U-Boot kann man da weg, das nimmt nur Platz weg. Oder ob wir uns erstmal um die Infanterie in der Stadt kümmern. Was ist, wenn ich hier angreife? Ah, die Hellcat gibt Panzersupport. Okay, dann, also Panzerabwehrsupport. Dann natürlich. Geh ich mal dahin. Er macht jetzt einen Minus. Okay, dann sind erstmal sie feuerfrei. So, ist jetzt. Was ist, wenn ich jetzt hier angreife? 08. Okay, dann haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4. 4 Schlachtschiffe übrig. Dann feuern wir noch einmal auf die Hellcat und die anderen setzen wir dann bitte auf die. So. Okay, es bleibt bei einer minus 8. Interessant, sie macht trotzdem einmal Damage. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, obwohl sie eigentlich. Wow. Interessant, okay. Okay, gut, dann. Geh mal dahin. Doch gar nicht. Die Prognose ist eine Null. Ne. Will er nicht. Okay, das ehrlich gesagt, auch die Prognose ist eine Null, aber er kriegt trotzdem Damage. Wir haben Zeit. Ganz ehrlich, wir haben Zeit. Und deswegen, wir haben auch noch Flugzeuge. Ich depp. Also, warum nicht die Flugzeuge einsetzen? Das sind alles Jäger oder was? Hier ist ein. Genau. Oh, er kommt natürlich. Ehrlich jetzt. Okay, dann greife ihn an. Er verlegt sich. Er verlegt sich. Und dann kann er. Okay, auf die Hellcat. Könnten wir es nochmal mit dem Scout versuchen. Ah ja. Okay, besser als nichts. Die Hellcat ist jetzt bei einer 1. Hat keine Kampfkraft mehr, weil die auch unterdrückt ist. Das heißt also im Klartext, entweder muss er sie jetzt auffrischen oder er kann einfach in der nächsten Runde gar nichts mit ihr anfangen. Okay, wir ziehen natürlich unsere Schiffe hier noch weiter nach. Auch die U-Boote. So, die Pioniere hier können wir stehen lassen, die brauchen wir nicht mehr. Die Luft, ach hier, die Italiener haben wir vergessen. Aber auch die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also es ist eigentlich nur noch Formsache jetzt. Wir machen Rundenwechsel. Er füllt die Hellcat auf. Warte mal. Oh ja, bleibt sogar dort stehen. Gut, dann schieß einmal auf sie drauf. Genau, nimm sie raus. Nimm die Hellcat raus. Und jetzt Feuer. Geh mal dahin. Dann können die Pioniere. Geh du mal dahin. Die Pioniere können dorthin. Feuer. 3.
ist halt ein Versorgungspunkt, deswegen wird der auch immer wieder aufgefrischt. So, greift hier an. Sehr gut. Der Ferdinand geht da rein. Der Panther rückt hier direkt nach. Genauso wie der Scout dahin rückt. Und jetzt Feuer frei. Haben wir noch Schlachtschiffe, die schießen können? Das ist ein Zerstörer. Königsberg. Komm mal her. Greif an. So, 0 minus 7. Die ziehen sich zurück. Wir kesseln sie da unten ein. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch großartig was hier nachziehen wollen. Ja, die ganzen Schlachtschiffe können mal in Reichweite gehen, damit die dann nochmal loslegen können. Aber ich glaube, das ist nur noch Formsache hier. Okay, dann können wir hier schon mal anfangen. Wow. Nein, 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 nein! Schlachtfeld ansehen. Ah, Leute, ernsthaft jetzt. Runde 24 laden. Das wollte ich jetzt nicht. Ich will natürlich die Punkte da unten noch einnehmen. Das war jetzt nicht mein Plan. So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Okay, gut. Bitte einmal drauf schießen. Die Hellcat rausnehmen. So, Feuer. Drei von allen Flanken. Der Ferdinand ist gar nicht mal so gut. Gut, dann hier Feuer frei. Königsbergklasse auch in Position. Das ist ein Zerstörer. Auch mal eine Königsbergklasse. Ja, schön. Sehr gut. So, jetzt haben wir es jetzt nicht ganz den gleichen Ausgangszustand wie gerade eben, aber... Ach, guck mal, wenn der Scout daneben steht, machen sie sogar eine Minus. Jetzt ziehen sie sich in die Stadt zurück, auch egal. So, jetzt bitte hier oben nochmal, zack. Oh, angriffsreiche Ziele, nice, die gehen auf jeden Fall raus, sehr gut. Jetzt gehen wir nicht da rein, sondern... Wir wechseln jetzt nochmal die Runde. Er füllt sich sogar nochmal auf. Wir knallen jetzt mit allem drauf, was wir haben. Der Scout kackt drauf. Der Panther kackt drauf. Wir nehmen jetzt den Punkt ein. Damit haben wir hier unten auch alles eingenommen. Und hier können wir glorreich in Atlanta einrücken. Und damit haben wir die Eroberung der USA-Mission abgeschlossen. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden natürlich auch noch weitermachen. Wir werden uns dann die nächste Mission anschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für das Video, auch gerne ein Abo für meinen YouTube-Kanal, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer, namentlich sind das Thomas, Irondalk, Synam, Parsival, Kulle und Ködö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.